Dankeschön. Ich hatte jetzt irgendwann Geburtstag und was nicht so wichtig ist. Habt ihr auch so Freunde, die keine normalen Geschenke mehr verschenken, sondern die verschenken nur noch Erfahrungen? So, wo du dann einen 8-monatigen Tanzkurs bekommst, auf den du keinen Bock hast? So einfach, nee, nimm dir mal Donnerstag nichts vor für den Rest deines Lebens. Und ich hatte das jetzt mit was an, mir haben Leute einen Besuch im Escape Room geschenkt, einen Gruppenbesuch im Escape Room. Und ich bin kein Fan davon, weil die Sache ist, also so, für die nicht wissen, was ein Escape Room ist, ne? Du bezahlst 60 Euro pro Person, um dich in den Raum einsperren zu lassen. Und du musst innerhalb von einer Stunde entkommen. Und ich denke mir jedes Mal, Digga, dafür zahle ich keine 60 Euro, dafür besuche ich meine Eltern. Das ist erheblich günstiger. Das sollte übrigens, sind Leute mit ihren Eltern hier oder was ist los? Das sollte jeder Escape Room sein. So, du wirst da mit deiner Mutter eingesperrt und du kommst da erst raus, wenn du ihr TikTok erklärt hast. So, das ist Raum 1. Das ist Raum 1. Raum 2, Vater den Laptop einrichten. Übers Telefon. Wenn du schreist, hast du verloren. Dann bist du raus. Also, das ist das, was Leute schenken, Erfahrungen. Ansonsten, ich fange das anders an. Kennt ihr das, wenn ihr einen Menschen das allererste Mal seht, ne? Ihr habt noch nicht mit dem geredet, aber innerlich wisst ihr schon so, boah, ich hasse dich. So, ich weiß es. Ich war in Frankfurt beim Friseur, ich wartete irgendwie auf meinen Termin und durch die Tür kam so eine Dame mit so einem gigantischen Sonnenhut auf dem Kopf und in der linken Hand hatte sie ein Einrad und bei dem Einrad war es bei mir schon vorbei. Ne, so, ich weigere mich, das ist ein Hurensohn-Gefährt. So, ich weigere mich, das als Fortbewegungsmittel zu akzeptieren, weil der einzige Sinn und Zweck von einem Einrad ist, sagen zu können, guck mal, ich kann Einrad fahren. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand um 7:45 zu Hause sitzt und ich denke so, oh fuck, ich habe vergessen einzukaufen. Uiuiuiuiuiuiui. Ne? Das kommt nicht vor. Das kommt nicht vor und es war halt bei dem Einrad war es schon zwischenmenschlich zwischen uns vorbei. Ne? Und dann saß ich da und dann setzte sie sich, stellte das Einrad ab und dann zog sie diesen gigantischen Sonnenhut vom Kopf. Und kennt ihr diese auftätowierten Augenbrauen? So, wenn die Leute sich sagen so, nee, ich gönn mir mal. An der Stelle, und ich schwöre, das war, an der Stelle, wo ihre Augenbrauen sein sollten, hatte die Frau links und rechts Delfine hintätowiert. Ich schwöre es, die Frau hat einmal richtig tief in die Tüte mit den falschen Entscheidungen gegriffen und so von unten einmal rausgekramt. Weil du saßest und dir schießen tausend Sachen durch den Kopf. Das Erste, was mir aufgefallen ist, war, die Dinger waren zu hoch tätowiert. Das heißt, sie sah selber davon überrascht aus. Als wollte sie sagen, so, ich kann selber nicht glauben, dass ich das gemacht habe. Und du denkst über sehr vieles nach, wenn du das siehst, ne? Weil ich dachte mir so, du hast ja erst eine Seite machen lassen. Das heißt, du bist zwischendurch einmal aufgestanden, hast das gesehen, hast gesagt, nee, ist geil, machen wir die andere auch noch. Ne? Und dann setzte sie sich neben mich, hatte den Sonnenhut abgezogen und was sie halt sagte, sie guckte mich so an und sagte, Mann, ist das warm geworden, oder? Und ich dachte mir, du kannst nicht so mit mir reden, als wäre das gerade nicht. Das geht nicht. Jeder Satz, den du zu einem fremden Menschen sagst, sollte beginnen mit, ich weiß nicht, ob es ihnen aufgefallen ist, aber. Ne? So, fang langsam an. Ne? Und dann warst du versuchst ja mal irgendwie subtil hinzugucken, da war nichts mehr mit subtil. Ich habe so da gesessen, so, nee. Ne? Ich habe mir in letzter Zeit viele Gedanken um Kindererziehung gemacht, weil meine Tochter letzte Woche entschieden hat, mir in den Nacken zu kacken. Also, sie ist nicht 16 oder so, ne? Das wäre sehr eigenartig, wenn sie, ich will auf die Party, und dann, nee. Nein, meine Tochter ist jetzt 12 Monate alt und, ja, so süß, dass sie dir in den Nacken kacken lassen würdest, okay. Also, ich stand da, ich hatte sie auf den Schultern, ne, und ich habe sie so zum Lachen gebracht, so auf und dann ging es halt los. So, und dann stehst du halt da und merkst so, ja, ich weiß, was das ist. Und ich bin ja ein guter Vater, ich mache nicht ja, so, sondern ich habe das stoisch ertragen. Einfach so, ja, das ist viel.
Und so ein Kind sagt ja in keinem Moment mal so, ich denke, das ist genug Scheiße für heute. Ich denke, das reicht. Ne? Und es war ein komisches Gefühl zuerst. So, natürlich, ne, gehst du schon alles, sie auch. Und dann hat sich das komisch angefühlt. Der andere Gedanke war aber so ein bisschen stolz war ich schon drauf. Weil ich mache den Job schon eine ganze Weile und ich habe mir gedacht, ich habe noch nie jemanden so zum Lachen gebracht, dass er sich in die Hose gekackt hat. Das war viel wert für mich. Ich bin großer Fan davon, Vater zu sein. Ich finde es großartig. Schwanger war nicht so mein Ding. Also ich meine das gar nicht in dem Sinne von, sondern mein Gedanke war einfach, so, du kommst dir als Mann in deinem Leben nie wieder so nutzlos vor, wie wenn deine Partnerin schwanger ist. Weil du kannst rein theoretisch nicht, du kannst dir nicht wirklich helfen. Das Einzige, was ich machen konnte, war Packungsbeilagen zu lesen, um ihr zu sagen, was sie nicht darf. Was kein beliebter Job ist. Das, wenn du da stehst so, ne, so, das ist nicht beliebt. Und die Sache ist halt, sie darf nichts mehr, gar nichts mehr. So, die darf keine Rohwurst, keinen unpasteurisierten Käse, die darf nicht rauchen, die darf nicht trinken. Und während dieser Geburt hat die so unheimlich krasse Schmerzen und leidet da vor sich hin. Und du stehst daneben und sagst, ey, wenn ich dir das irgendwie abnehmen könnte, ne, ich würde es nicht machen. Das sieht echt scheiße aus. Das macht, wenn Männer das machen müssten, wären wir ausgestorben. So, das ist... Frag das mal, das ist ein, was ich mit dem Kumpel, was man gerne macht, ist so dieses so, was würdest du machen, wenn du mal eine Frau wärst? Und das Schwangersein ist ganz unten auf der Liste. Ne? Sondern das ist eigentlich immer nur eine fünfständige Diskussion darüber, was du alles mit deinen Möpsen machen würdest. So, ich würde nie wieder was bezahlen, als wäre das irgendwie das Ding, dass Frauen nichts bezahlen müssen, weil sie Möpse haben. Versuch das mal umgekehrt, versuch das mal mit einer Frau zu machen und jetzt zu sagen, was würdest du machen, wenn du einen Tag lang ein Mann wärst? Ich habe das mit meiner Freundin gemacht und die hat gesagt, ich würde mehr verdienen. ein bisschen sozialkritisch, habe ich gedacht, probiere ich heute mal aus. Aber du bist so, und die Sache ist aber auch, dass du als Mann, du wirst so ein bisschen da auch ausgeschlossen, weil das ist immer, alles ist so magisches Muttersein. Alles, was du tust, ist total. Ich weiß noch, ich habe richtig Panik vorher gehabt. Ich habe mit der Hebamme gesprochen so, und sagte so: Was mache ich denn zum Beispiel, wenn die neben uns schläft und ich nachts einfach da drüber rolle? Das ist ein Problem. Und dann sagt sie: Eine Mutter spürt sowas. In welcher Welt hilft mir das? Wenn ich da sitze, ich habe hier Babymatsch. Ich dachte, du spürst das so. Nee. Und das geht aber in einer Tour so, weil alles ist magisch und so. Wusstet ihr, was für Heilkräfte scheinbar Muttermilch hat? Alles. So, ich weiß, wir hatten, die Tochter ist gerade da und die hat so Popel in der Nase gehabt und du denkst, wie kriegen wir denn die Popel da raus? Und dann sagt die Hebamme, legen Sie Ihren Kopf in den Nacken und dann träufeln Sie da einfach Muttermilch rein. Ich so, haben Sie gerade gesagt, dass ich mein Kind waterboarden soll mit der Tittenmilch meiner Frau? So, ja, das geht mit allem. So, die macht überall Muttermilch. So, ja, wenn der Po rot ist, ja, dann machen sie einfach Muttermilch drauf. Wenn die Nippel wohnt, sind einfach Muttermilch drauf. Ich hatte jetzt einen Marderschaden am Auto. Einfach.